Ihr wollt Schlittschuhlaufen lernen? Das seid ihr hier genau richtig. Oh lala, was war das denn gerade? Hier lernt ihr in ganz kurzen Schritten die Basics zum Schlittschuhlaufen mit Eishockey-Schlittschuhen. Also mit so einem Dings da, hier. Um die Basics zu lernen, erstmal ein bisschen Geschichte des Eislaufens. Die ersten, die Eislaufen erfunden haben, waren die Sumerer und die alten Ägypter, die damals, um durch die Wüste Gobi zu gelangen, auf Schlittschuhe zurückgegriffen haben, die sie damals aus Elefantenhäuten gemacht haben. Ist natürlich Schwachsinn, wen interessiert die Geschichte, wir wollen es ja lernen. Also, los geht's. Um Schlittschuhlaufen zu lernen, braucht ihr erstmal drei Dinge. Erstens, Eis. Zweitens, Beine. Drittens, Schlittschuhe. Bei 99,9% der Anfänger scheitert es an einem der drei Dinge. Nein, es geht nur, wenn ihr alle drei Sachen habt. Wichtig, das Element Eis ist für viele Leute unbekannt. Damit ihr euch auf dem Eis zurechtfindet, müsst ihr das Eis spüren, das Eis kennenlernen, wissen, wie das Eis reagiert. Ihr müsst eins werden mit dem Eis. Ihr müsst das Eis ablecken. Oh, Eis, Eis. Oh. Ihr müsst sexuell aktiv mit dem Eis werden. So, nachdem ihr mit dem Eis eins geworden seid und euch befriedigt habt am Eis, lernen wir die allererste wichtigste Lektion. Erstens, auf dem Eis stehen. Dazu stellt ihr euch auf das Eis mit euren Schlittschuhen. Ungefähr so. Das übt ihr 5 Stunden lang, dann könnt ihr auf dem Eis stehen. So, jetzt kommt das Schwierigste, sich auf dem Eis fortbewegen. Mit Eishockeyschlittschuhen. Da rutscht man die ganze Zeit nach vorne und nach hinten, weil es keinen Widerstand hat, weil es nur so unstabil. Also für Anfänger eine gute Variante ist, ihr stellt euch einfach hin und lässt euch schieben. So, genau. Da müsst ihr nicht mehr viel tun. Und so fährt man Schlittschuh. Wie geht's da hinten? Nachdem ihr Sicherheit gewonnen habt und euch habt anschieben lassen, kommt jetzt die wahre Lektion, wie man vorankommt. Also, ihr tut euer Gewicht auf den linken Fuß und dann auf den rechten Fuß. Links, rechts. Immer, dass ihr ein paar Zentimeter vorankommt. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Und nun zu Kapitel Bremsen. Das Schöne an einem Eisstadion ist, es gibt überall diese Wände hier. Zum Bremsen fährt er so lange geradeaus, bis er gegen eine Wand knallt. Das war's. Und noch eine ganz wichtige Lektion ist, wie man richtig stürzt und fällt. Meine Meinung ist ja, Stürzen und Fallen lernt man von alleine. Man muss es nicht provozieren. Learning by doing. Wichtig ist, wenn ihr stürzt, immer mit dem Gesicht voraus, Hände hinterm Rücken, aufs Eis mit den Zähnen. Und optimalerweise mit den Zähnen auf diese Kante hier. Dann fallen euch alle Zähne aus und wenn ihr keine Zähne mehr habt, dann können euch auch keine Zähne mehr ausfallen. Ist doch logisch. Und ohne Nase lebt sich's auch besser. Da kann euch die Nase auch nicht irgendwie gebrochen werden. Nur Vorteile. Und für die ganz Fortgeschrittenen lernen wir jetzt das Übersetzen beim Schlittschuhlaufen. Und jetzt zeige ich euch, wie es geht. Also, entschuldigen Sie. What? Sprechen Sie Deutsch? Sorry. English. Can you tell us something about ice skating? I have a question. What means Statsbar Castle? Ich übersetze mal schnell. Also, sie spricht Englisch. Und sie fragt mich, was Stadtsparkasse heißt. Sie versteht das Wort Stadtsparkasse nicht. It's a bank. It's a bank. Und so geht übersetzen. Can I sit on the bank? Yes. Für die ganz Faulen unter uns. Wir können uns eine Robbe klauen. Ihr könnt euch einfach schieben lassen. Ihr seht, alles nur eine Willensfrage. Thank you very much. You're welcome.